Heißt, das gibt da natürlich richtig Asche, ne? Das ist eine coole Nummer. So, ja, gut, Rocky ist im Abträumen. Oh, Zerstörung und Hunger. Mein lieber Lungen, du solltest jetzt erstmal was fressen und dann ein bisschen was kauen. Pennen kannst du hinterher. So, okay, was ist mit Eddie? Okay, der schlabbert sich noch ein Müsli rein und geht danach pennen. So, einen Park nehmen wir mal raus. Hand beschnüffeln lassen, ist wahrscheinlich, aber was will er da? Leckerchen geben, kriegen wir auch hin. Ja, braver Junge, räumt immer ab. Netter kleiner Kerl. So, Susi, bla bla bla, kennen wir schon. Okay, danach geht sie pennen, das ist super. Okay, Amadeus hat sich vermalt. Wir sagen es keinem weiter, wir haben es auch nicht gesehen, Amadeus. Sollte funktionieren. Na, mal wieder eine schöne Bob Ross Gedenklandschaft. Schöne Schneelandschaft, so. Susi kommt nach Hause. Mit der roten Zitrone. Ja, super. Sehen wir die auch endlich mal wieder. Wuppdidei. Da ist sie, liebe Leute. Lange drauf gewartet. Die rote Zitrone. Schönes Auto. So. Okay, Dokai. Ich liebe die Karre. Ich finde die richtig cool. So, hat zwar Hunger, aber die hat das Merkmal selten hungrig. Insofern ist das nicht ganz so wild. Das heißt, sie wird das überleben, liebe Leute. Okay, so, dann gehen wir pennen, Kind. Ist denn hier schon wieder eine neue Rechnung drin? Webtoday? Ne, nur Post. Okay, mit Post können wir leben. Ist schon wieder ganz rot. Ja, ist halt eine Rockerbraut, ne? Kann man nichts machen. So, Sissi ist aber auch schon wieder wach, so wie es aussieht. Wo steckt die? Okay, Süße, ich denke mal, bevor du hier auf dumme Gedanken kommst. Fressen. Oh, was wollte sie gerade beobachten? Oder was dann? Techno-Pipi? Oh, okay, und dann willst du ein bisschen was mit Rocky spielen. Der hier noch kräftig am Abquietschen ist. So, freundlich. Kontaktknöpfen, sowas. Wie geht's denn dem guten... Oh, die pennt. Ja, Pferde pennen im Stehen, ne? Komisches, komisches Merkmal eigentlich. Aber machen die. Ist unglaublich. Stellt euch mal vor, liebe Leute, ihr würdet im Stehen pennen. Also ich glaube, ich möchte auf mein Bett ungern verzichten. Aber gut. So, wie sieht es hier energietechnisch aus? So, wächst und gedeiht. Dieses ganze Herumgerinne. Okay. Nun gut. So, Rocky, mein Freund, der quietscht noch. Sissi frisst noch. Wird dann eine Runde Techno-Pipi machen, was ziemlich eilig ist. Okay. So, okidoki. Amadeus, mein Freund, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich denke mal, du könntest auch ins Bett gehen. Wobei, ich glaube, das Bild kriegen wir noch hin, oder? Ne, ich glaube doch nicht. Machen wir morgen weiter. Ja, dann ist ja doch schon wieder einiges passiert in dieser Aufnahmesession. Ne, wahr, liebe Leute? Sprich, wir haben uns ein Pferd gekauft. Die wunderschöne Fenatra. Ich finde sie wunderschön. Und... Okay, kleiner Mann, was los? Kannst du hier schon hinpieseln? Ne, kann er noch nicht. Lolo beobachten, okay, kann sie machen. Wie der Kurze, ach ne, der Kurze, der kann das nicht machen. Allerdings, ich denke mal, du solltest erstmal eine Runde weiter kauen. Okay, da stürzt er sich drauf. Sissi geht in Richtung Rocky, das ist schön. Ist denn das Pferd schon wieder wach? Okay. Sie pennt auf jeden Fall noch. Bewegung, gut, die muss wahrscheinlich da mal ziemlich viel herumspringen. Kriegen wir hin, beziehungsweise auch laufen. Kann sie gerne machen. Während Rocky hier am Abquietschen ist. Ja, sieht gut aus. Da kommt das Sissi-Tier. So, und dann müssen wir mal gucken, dass dann die beiden gleich mit Fenatra sich ein bisschen anfreunden und einiges noch zu machen hier. So, hat er genug gequietscht? Ja, hat genug gequietscht. Dann spielen wir ein bisschen mit der Sissi-Kind. Wupp, hört auch brav aus. Pardon. Okay. Der ist ja echt süß, ne? Muss ich sagen. Also, Rocky ist echt, wie er da sitzt. Ne? gefällt mir gut, der Kleine. Muss ich sagen, muss ich sagen. So. Wie sieht es jetzt hier bei euch sozial aus? Okay. Erzählt euch mal ein bisschen was. Das ist in Ordnung. So. Das gute Hottehüf pennt noch.
Muss dann dringend, denke ich mal, Bewegung haben. Kriegen wir hin. Amadeus pennt, Susi pennt. Oh, 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 der gute Louis kriegt eine Hungerattacke sozusagen. Der Geier ist auch schon wieder wach. Gut, aber wenn der gleich fit ist, dann mein Freund hier mal direkt snacken. Müsli. So, was will er da? Mit Spielzeug spielen? Ach genau, das wollten wir ja auch noch machen. Okay. Aber jetzt muss er natürlich erstmal entsprechend... So, die pennt aber noch. So, dann soll sie ein bisschen rumwetzen. Susi. Pardon, Sissi. Was macht Sissi? Die rennt auch wahrscheinlich rum. Genau, herumrennen. Das hatten wir ja irgendwie... Ein Merkmal, was ich gekriegt habe in den 2 Tagen, wo ich nachgespielt habe. Weil es auch wieder komplett abgeschmiert war. So, was will sie da? Jagen üben. Ach, das ist diese Münze. Genau, okay. Die ist gleich wach. Dann soll sie mal ein bisschen herumwetzen. Während der gute Louis sich hier lecker... Wie viele Punkte hatten der schon? Okay, braucht noch ein bisschen. Mit Spielzeug spielen. Was läuft denn unter Spielzeug? Okay, hier liegt noch was. Soll er dann mal machen? Spielen mit. Dann gibt es ein paar Punkte. Und dann haben wir vielleicht die Stahlblase bald am Start. So, die pennt immer noch. Rocky, mein Freund, du solltest jetzt hier mal... Er träumt schon wieder von Hähnchen. Hier eine Runde hinpinkeln. So, Sissi spielt. Okay, die gute Finatra ist auch noch am Bennen hier. Soll dann auf jeden Fall gleich mal ein bisschen Bewegung sich verschaffen. Nur Platz genug ist ja hier auf jeden Fall. Ne? Gut, Rocky geht eine Runde abpieseln. Louis, mein Junge. Okay, das heißt, da ist wieder ein Wunsch erfüllt worden. Wir machen jetzt mal Folgendes, liebe Leute. Wir lassen jetzt die gute Finatra hier mal raus. Wupp, Finatra rauslassen. Der Wunsch ist ja erfüllt. Und dann mal gucken, handschnüffeln, dass wir dann irgendwie echt auf unsere 10.000 Punkte kommen. Und dann endlich die Stahlblase bei dem guten Eddie im Start ist. Aber theoretisch müsste die ja auch alleine hier rauskommen. Gehe ich mal von aus. Reingekommen ist sie ja auch alleine. Okay. Komm, Louis. Der kleine Mann zum großen Pferd. Subdidal. Genau, rauslassen. Togaso! Komm her, Süße, du darfst rausgehen. So, und dann gucken wir mal, ob das mit Handbeschnüffeln schon funktioniert. So, rauslassen ist der Fall. So, Pferd führen, Zuneigung. Handbeschnüffeln lassen. So, dann ist es ein Punkt. Und die gute Finatra soll doch mal ein bisschen rumrennen. Pardon, liebe Leute, die Maus macht wieder, was sie will. Okay. Okay, so, Finatra, dann rennen wir hier ein bisschen hin. Herumgraben? Was ist denn herumgraben? Nee, 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 nee. Rückenkratzen, herumgraben. Hier hingehen. Komm, beweg dich ein bisschen, Süße. Was macht's denn jetzt? Hier hingehen. Galoppieren. Genau, die soll ein bisschen rumgaloppieren. Genau. Damit die Bewegung mal ein bisschen... Komm, wir gehen mal hier zum Nachbarn. Ich glaube, die haben ja auch ein Pferd. Das müsste so hier hingehen. Ach, fuck, hier hingehen. Und zwar galoppieren, ne? Weil gelb hier... Na, seht ihr, das ist das Ding, was ich meinte. Objekt kaufen, Renntrainingspfosten. Aber, liebe Leute, seid mir nicht böse. Ich werde hier keinen Dings draus machen. Okay, da geht die Bewegung auf jeden Fall gut hin. So, wo ist Rocky? Rocky? Was macht denn der? Ist der am Pendel? Was macht der? Ah, der spielt ein bisschen mit Sissi. Super. So. Und weil Finatra ein bisschen Hunger hat, soll sie hier nochmal Heu fressen. So, okay. So, ich dachte, Sissi geht wieder wecken. Ne, die geht sich ein Schrubbern. Okay. So. Okay. Finatra hat das Bedürfnis nach Geschwindigkeit. Sie merkt, okay. Gut, kriegen wir auch irgendwie alles hin. Liebe Leute, ihr kennt das Prozedere. Kurz in die Werbung. Ich bin gleich wieder da mit einer neuen Reitaktion. So, liebe Leute, zurück aus der Werbung. Ja, Amadeus, mein Freund, du pennst noch, Susi pennt auch noch. Okay. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Die gute Finatra, okay, das lassen wir erstmal, liebe Leute, seid mir nicht böse.
Rennturnier für Anfänger teilnehmen, das machen wir auch. Allerdings wird Amadeus dann noch ein bisschen Reiten üben. Wo ist denn eigentlich Rocky? Okay, weil Fenatra wollte Rocky ja Kontakt knüpfen. Das machen wir jetzt auch mal freundlich. Kontakt knüpfen. Oh Gott, ist das schon der Schulbus? Jo, das ist der Schulbus. Okay. Hat ein bisschen Hunger, kriegen wir hin. Der müsste Pipi. Verdammt, ist denn noch die 10.000 voll? Nein. Na gut, wird er in der Schule Pipi machen müssen. Lässt sich nicht verhindern. Okay, da kommt eine Rechnung, so wie es scheint. Okay. Nein, 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 nein. Verdammtes Mistvieh, ey. Komm hier, kratzen. Da ist alles fast im roten Bereich. Und die weckt hier rum. Ich glaub's nicht. Mensch. Ja, das sind Katzen. Liebe Leute, das sind Katzen. So sind sie, so kennen wir sie. Was sind da jetzt? Okay. Inbox. Hunger füllt sich langsam. Okay. Aber er ist ganz vernarrt in Susi, der gute Rocky, ne? Okay. Gut, der frisst auf jeden Fall. Wird er wahrscheinlich gleich eine Runde pieseln. So, nichtsdestotrotz, genug gefressen. Jetzt wird ein bisschen der Rocky bespaßt. So, kommt sie da alleine raus? Müsste da eigentlich, ne? Sesam, öffne dich. Jawohl, perfekt. Die Pferde, die ihr eigenes Gehege verlassen können. Weil sie den Schlüssel haben, liebe Leute. Komm, schnapp dir den Rocky. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir da mit Susi ein bisschen, oder mit Amadeus, mal gucken, wer auch immer gleich zuerst wach ist, ein bisschen reiten. So. Da scheint es aber ein Wunsch gleich erfüllt zu sein. Wie der Kleine hochguckt, ne? Okay. Okay. Was ist das denn? Okay. Was kommt da? Kontakt knüpfen. Pieseln. Okay. Oh, das wird sogar verpixelt. Okidoki. Ich hoffe nur, dass das schnell in den Boden einsickert, liebe Leute. Sonst werden wir hier bald einen Pipisee haben. Den Pipi-Kaka-See wahrscheinlich oder wie auch immer. Oh, Susi ist wach, das ist schön. Okay, Amadeus ist auch wach. Weißt du was, Amadeus? Satteln, okay, aufsitzen. Was kann man denn da machen? Okay, gucken wir uns mal an. Ja, genau. Ach, aufsitzen ist ohne Sattel oder was? Nee, sattelt er automatisch, okay. Wuppt die da, da zieht sich das Pferd um, zieht sich einen Sattel an. Komm, aufsitzen, Amadeus. Okay, der muss natürlich noch üben. Es ist nicht so leicht. Ja. So, kann man jetzt ausreiten. Dann soll er mal ein bisschen ausreiten. Wir traben mal eine Runde. So, okay. Gucken wir uns an. Während Rocky da am Abquietschen ist, kommt mal die was. Genau. Oh, hat schon den Level 2 in der Reitfähigkeit erreicht. Ja, aber nicht stehen bleiben, Alter. Das heißt reiten, nicht stehen. Komm. Okay. Was macht er jetzt? Alter, ausreiten ist irgendwie die falsche Richtung. Genau, das Tor ist da vorne. So ist richtig. Komm, Alter. Amadeus. Du sollst ausreiten. Aha. Ja, liebe Leute, irgendwie passiert da nicht viel. Hallo. Amadeus. Dann gucken wir mal ganz kurz hier hinreiten. Wuppdi da, ob er das dann macht. Okay. Gut, der trabt da los. Durch das Tor. Voll cool. So, ich muss hier auf Finatra klicken, damit die. So, jetzt nochmal hier auf Ausreiten. Ausreiten. So. Gehen. Ein bisschen traben. So, weil der Galopp muss erst noch gelernt werden, glaube ich. Komm, Amadeus, jetzt reite doch mal.
Alter, reiten! Okay. Okay. Ja, er sieht schon ein bisschen sicherer aus. Die Cowboy-Stiefel passen auch auf jeden Fall perfekt dazu. Okidoki, liebe Leute. Ja, finde ich gut. Also, ich weiß ja nicht, was ihr von dem schönen Pferd so haltet, aber mir gefällt die süße Fenatra echt gut. Okay, dann würde ich vorschlagen. Okay, das ist der Computerfreak, der sein Pferd irgendwie 3.0 genannt hat. Keine Ahnung. So, was ist da? Durstig. Das Pferd ist durstig. Okay, aus Teich trinken. Gibt es hier irgendwo einen Teich? Kann sie hier trinken? Wupp, Amadeus. Okay, weißt du was? Dann gehen wir wieder nach Hause. Amadeus, nach Hause. Okay, was macht er jetzt? Oh, liebe Leute, seid mir nicht böse. Das ist auch ganz neu für mich. Ich habe mit Pferden noch nicht so viel Erfahrung hier bei den Sims. So, okay. Aber Durst, ja gut, sie hat echt ziemlichen Durst. Das heißt, das müssen wir jetzt mal ganz kurz trinken, ausreiten. Komm, galoppieren, gucken wir uns mal an. Oha. So, nichtsdestotrotz, Amadeus, ab nach Hause. Das Pferd ist durstig. Und wenn dann auch, komm, galopp, okay. Okay. Ja, so ein Pferd ist hoch. Okay.